Ein Hallo und willkommen zurück zu Hitman Absolution. Ja, ich bin gerade von einem 10-Stunden-Schultag nach Hause gekommen. Ja, 5:30 hat die Schule aus, jetzt haben wir 20 nach 6. Ich mache jetzt eine kleine Aufnahme, hatte ich mir gedacht. Und nun ja, dann fangen wir auch mal an. Wenn ihr letztens nicht Das gesehen habt, klingt solltet ihr so das natürlich robert, machen, den Jungs. Part. Ja. Hey, Dumpfbacke. Sheriff Skurky lässt grüßen. Okay, dieser Häftling könnte Unterstützung gebrauchen. Ja, das werde ich aber nicht machen. Ich habe keinen Bock, mit den Wärtern da Stress anzufangen. Und wir machen es jetzt auf die Socken. Wir müssen anscheinend nach hier hinten. So. Da scheint es natürlich direkt jemand zu sehen. Nur wer sieht uns da? Man scheint mich irgendwie zu stören. Das Tor öffnen. Ah, jetzt geht der Typ weg. Ich versuche jetzt einfach mal, das aufzumachen. So, perfekt. Wow, das war knapp. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach hier direkt durch. Und schön weitergehen. Bloß nicht, dass die uns entdecken. So. Okay. So, vor denen sind wir jetzt weg. Was liegt hier? Ein Messer. Heben wir auch mal auf. Drücken, wo oben steht. Okay, gut, ist sie drin? So, den haben wir. Den will ich nämlich ausschalten, weil erstens ist der uns hier gerade irgendwie im Weg. Also an die werden wir nicht vorbeigekommen. Hier ist ja auch direkt eine Kiste, um den loszuwerden. Und ich verkleide mich auch mal als der, weil das einfach das Outfit. Ich weiß, das ist egal, wir sind auch als. Oh, ein Beweis übrigens. Ist zwar egal, wir sind jetzt ja auch so als Polizist hier verkleidet, aber so passen wir uns den noch mehr an und boah, ich weiß nicht. Jetzt haben wir es wenigstens. Ein Kontrollpunkt wäre auch echt überhaupt nicht. Also, das fände ich nicht verachtend. So ein Kontrollpunkt auf jeden Fall. Ein Vorschlaghammer. Erinnert mich an ein Lied. Ich hole den Vorschlaghammer. Ja. So, da steht jetzt einer. Der geht nach vorne. Oh, da ist eine Leiter, wie ich sehe. Hier hinten ist nichts mehr. Das heißt, wir gehen da auch direkt mal hoch. Wow. Gott, ich dachte gerade, wir werden hier schon entdeckt. So. Hey, das hättest du dir früher überlegen sollen, Großstadtwichser. Hey, das wäre ein guter Kampfname, Großstadtjunge. Ich meine, falls er es überlebt. Das ist natürlich auch noch so eine Frage. Ich war nur auf der Durchreise hier. So, ich gehe einfach mal hier hoch. Ob das richtig ist, weiß ich natürlich nicht. So. Ja, anscheinend ist es richtig. Ich gehe mal kurz hier rein. Oh, was befindet sich da? Ehe betreten. Ah, sieht ja toll aus. Hier drin, wow, der Wahnsinn. Ja. Ist da wer? Nö, scheint mir nicht so. Ich weiß, wir hätten auch einfach den ganz normalen Weg gehen können, aber ich will einfach wissen, was wir hier noch so haben. Ein Baseballschläger. Cool. So, dann gehen wir mal hier raus. Schloss knacken. Klasse, öffnen der Türe. Ach, das wäre eh verschlossen gewesen. Die Kette sieht nicht sehr stabil. Ach so. Könnte man wahrscheinlich auch zerschlagen, oder? Oder zerschießen. Ach, wir haben es aber anders geschafft. Super. Schloss knacken hier auch. Prisoner Drop-Off Restricted Area. Heißt nicht für uns bestimmt anscheinend. Ich weiß noch, als ich so alt war wie du. Oh, da ist wieder die mit den dicken Melonen. Und ja, super. Wir stehen natürlich im Wasser, wo Strom ist. Oh, yeah, so ist es gut. Oh, 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 so schnell kann's gehen. Aber zur Sicherheit kriegst du noch einen kleinen Schocker. Hallo, Dexter. Ja, kein Problem, nur so ein Glatzkopf. Bin gesagt, ich bin Profi. Ja, er schläft wie ein Baby. Okay, Urinstinkt 3 erhöht den Instinktzuwachs und den maximalen Instinktwert. Super. Spezialist haben wir das geschafft. Cool. Auf jeden Fall. So, 20.000 Punkte. Auf weiter. Vollendet und ich bete wirklich, dass jetzt Sound kommt. Nein, natürlich nicht. Es ist wirklich scheiße. Es ist wirklich scheiße, Leute. Ich könnte kotzen. Und wisst ihr, was wir dagegen tun? Ich cutte kurz den Part und dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao, Leute. So, da bin ich wieder zurück. Ich habe das Spiel jetzt einfach neu gestartet und jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Wir starten hier und dann kommt jetzt auch die Videosequenz mit Ton.
ich will einfach jetzt nicht noch eine Videosequenz ohne Ton haben, deswegen habe ich jetzt diesen Umwand gemacht, sozusagen, diesen Umweg und mache das jetzt halt so. So. Hier müsste es jetzt klappen. Jawohl, wir haben Sound. Guten Morgen, Sonnenschein. Hört sich einfach viel geiler an. Morgen, Mr. Dexter. Morgen, Sheriff. Wolle aber auch Zeit. Wo ist mein Junge? Hä? Wo ist mein Junge, du verfickter Bastard? Okay. Du spielst hier den Harten, was? Na gut, du Arschloch. Siehst du das junge Ding da, das alle haben wollen? Gut. Meine Forscher sagten mir, dass sie nur dadurch fit bleibt. Jetzt sieh sie dir an. Jetzt aber. Wie ein schwaches Kind. Dexter, halt's Maul! Fuck! Was ist das für ein beschissener Ort hier, Klein? Ich hab keine Ahnung. Gütiger Himmel! Das gehört Mrs. Cooper. Danke, Wichser. Du hast meinen Sohn getötet, stimmt's? Hören Sie, sagen Sie ihm besser, was er wissen will. Ich meine, Unfälle passieren hier doch immer wieder. Hey, Mr. Dexter. Kommen Sie. Sie können sich um Ihr Geschäft kümmern. Das hier kläre ich. Na los. Ich will meinen Jungen wieder haben. Habe ich Sie jemals enttäuscht? Nein. Also. Tja, jetzt hast du dich mal nicht mit uns angelegt, Dexter. Jetzt nur noch zwei. Und diese Assistentin von dem Dexter, die ist einfach scharf. Ich weiß nicht. Ich finde einfach diese Hammer aus, in dem Rock, in der Bluse und naja, die sieht schon gut aus. Gut, ich hoffe, die treffen wir nochmal wieder. Aber ich habe so das Gefühl, wir müssen die ausschalten, weil sie auch zu Dexter gehört. Aber ich will ihr nicht die süße Rübe wegblasen. Naja, aber solange ich ihr nicht in die Titten schieße, ist mir das ja egal. Dann schießt sie einfach nur den Kopf weg. Dann ist ja in ihrem Körper sonst alles auch okay. Ja, ich bin mal wieder pervers. So, Leertaste befreien. Meine Güte, bewachen die uns schlecht. Ich wette, unsere Silverballers haben wir mal wieder nicht. Genau. Wow, sie sind uns zum zweiten Mal weggenommen worden, oder wie? Will der mich eigentlich verarschen? Wo sind unsere scheiß Silverballers? Ich mache nicht normal ein Wettschießen gegen irgendjemanden. Feueralarm auslösen. Naja, super. Mal gucken, vielleicht kommt hier ja jemand. Ah ja, okay, es ist schon einer gesagt, er sieht sich das mal an. So, jetzt verstecken wir uns hier wieder. Ach ja, als ob wir ganz abend dran sind. Oh, 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 oh. Gut, schau's dir an, Kollege. Der einzige Raum bin ich. Typisch. Ich bin der Einzige hier drin. Ich kümmere mich darum. Ich bin der Einzige hier drin. Und der ist irgendwie trotzdem noch zu blöd. So, komm mal her. Haha, das war ja fast zu einfach. Nee, das Genick breche ich dem Kollegen jetzt nicht. Der kann ja so an sich nichts dafür. So, ja, können wir dich hier irgendwie verstecken? Nee, aber wir können uns verkleiden. Super. Schnappen uns auch mal direkt den Revolver. Und haben damit wieder was. Aber wir schleppen den ein klein wenig nach da hinten. Oder können wir den auf den Stuhl binden? Geht das? Nee, geht nicht. Schade, ich dachte. So, legen wir den nach da, damit den auch bloß keiner entdeckt. Ach doch, da können wir... Ach so, da ist so ein Teil. Das habe ich ja nicht gesehen. Super. Dann komm mal her. Bevor du hier in der Beleuchtung noch gegrillt wirst, schmeiße ich dich doch da vorne rein. Kriegen wir wenigstens die Minuspunkte wieder weg. So, rein mit dir. In die gute Stube. So, perfekt entsorgt. Was liegt hier? Ein Metallrohr nehmen wir auch direkt mal mit. Und jetzt können wir nach hier oben. Wo müssen wir überhaupt hin? Das ist jetzt mal die nächste Frage, die ich habe. Oh, was ist mit dir denn los, Kollege? Ich würde dir gerne helfen, aber dafür habe ich leider keine Zeit. Das war der Vater. Sah ziemlich glücklich aus. Hatte wahrscheinlich gerade seine Sitzung. Ah, mit dem Stromkabel können wir jetzt also Leute Naja, egal. Ich habe die Pistolen vorne am Schalter für dich hinterlegt. Ja, drosseln wahrscheinlich. Oh, ja. Ja, ja. Echt schöne Dinge. Boah, war das knapp. Ich habe schon überlegt, sie am Geburtstag von meinem Sohn zu verwenden.
Oh ja, 10 Jahre alt. Ich sag's dir, der ist jetzt schon ein großer Bursche. Kommt nach seinem so. Vater. Hm. Und weißt du was? Große Burschen brauchen große Knarren. Ganz genau. Alles klar, Bruder. Bis bald dann. Der will seinem 10-Jährigen so doch nicht unsere Silverballers geben, oder etwa doch? Ich glaube, der hat nicht mal alle Latten am Zaun. Das kann er mal gepflegt sein lassen. Sorry, Familienfahrt hin und her, aber ich glaube, du spinnst. Geht mal gar nicht. So, und damit der mal nach da hinten geht. Kenne ich den. Genau. Genau. Ich kann ihr Gesicht genau, nicht so genau. Wir kriegen Minuspunkte. Willst du mich verkohlen? Willst du mich verkohlen? Ach. Na super. Ja, dann halt nochmal. Aktivieren wir jetzt erstmal den Feueralarm. Verstecken uns wieder hier. Und warten darauf, dass wieder der Pappenheimer kommt. Verdammter Scheiß. Typisch. Einfach typisch. Ich kümmere mich darum. Jo, mach das, Kollege. Und dann schnappen wir uns dich mal. So, komm her. Wir stellen dich ja auch nur ruhig, keine Sorge. Super. Deinen Revolver nehmen wir direkt. Verkleidet sind wir jetzt auch. Und diesmal machen wir das mal ein bisschen besser. Ich wollte den ja eigentlich auch mit diesem Stromkabel erdrosseln. Aber in dem Moment, wo wir den dann erdrosseln wollten, da hat er sich natürlich dann so leicht zur Seite gedreht. Und naja, egal. Was soll's. So, da hinten ist jetzt wieder so ein Metallrohr, nehmen wir mit. Das Stromkabel dient wahrscheinlich so in der Art als Klavierseite. Ja, ja, mach ich. Das war der Sergeant. Sah ziemlich glücklich aus. Hatte wahrscheinlich gerade so. Dreh dich nicht immer so. Naja, egal. So, jetzt aber. Komm her, Kollege. Nochmal lasse ich mir das aber nicht gefallen. Ich glaube, ich spinne. So. Sorry, ich weiß, war es ein Familienvater, tut mir auch wirklich alles unendlich leid, aber, ne, du willst meine Silver Ballers, oder willst deinem Sohn irgendwelche Knarren schenken? Ich glaube, du hast sie doch nicht mehr alle. Der ist 10, der kann mit Lego spielen, so wie ich. Also, so wie ich es damals gemacht habe, nicht, dass ich es heute nochmal mache. Jo, so, hier ist mein Kontrollpunkt, wie ich sehe, aktiviere ich auch direkt mal. Dann gehen wir mal hier durch. Und schauen. So. Jedes Jahr müssen wir während des Volksfestes einen besoffenen Arsch einbuchen. Die Festtagslaune! Ja. So, der kann da schön von mir aus. Was macht der da? Ja, du kannst auch mal gerne gehen. Oh, ich glaube, der hat sie nicht mal alle. So, wo geht er denn entlang? Es wird hier echt schwer werden, ohne ein Massaker hier durchzukommen. Mal ganz im Ernst. Boah. Ohne, dass das irgendeiner entdeckt, wird das so schwer werden. Boah, der hat es nicht gesehen, zum Glück. So, ich hab mal eine Idee. Wo geht der hin? Ich gehe mal hier raus. Der soll mal hier hinten. Ich weiß noch nicht, ob das auffällt, wenn wir das machen. Ich finde einfach, der soll mal da hinten gucken gehen. Nein. Das haben jetzt mehrere gesehen, scheiße. Jetzt bin ich gespannt. Ich teste es einfach, ansonsten haben wir ja den Kontrollpunkt noch. So, das scheint aber niemand entdeckt zu haben. Jetzt verstecken wir den hier noch. Bitte lass es niemanden sehen. Das wäre so super. Das wäre... Jawohl, wir haben es geschafft. Klasse. Der ist schon mal weg. Unser Metallrohr nehmen wir wieder auf. Jetzt ist der wenigstens weg. So. Deckung wechseln. Öffnen. So. Normalerweise beschwere ich mich.
Aber echt jede halbe Stunde oder so. Ich hab kein Auge zu. Noch einen Silberballer nehmen und schnell wieder weg hier. Die Trucks gehören Dexter Industries. So, boah. Gut, erstmal schnell hier rein. Wir haben unsere Silberballers wieder. Super. Ohne dass uns jemand entdeckt hat. Das ist schon mal gut. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Nach da hinten. Das heißt, wir könnten doch eigentlich hier durch, oder? Ich versuch's einfach. Genug Instinkt haben wir noch. Der sieht uns. So, schnell hier durch. Ist der. Ich dachte mal. Und schnell hier durch. Oh. Wer sind Sie? Das ist meine Schallstadt! Zeigt Ihnen, was wir meinen. Oh! Nicht schießen! Ich bin der Schaller! Go! Oh! Was zum Teufel? Ja, geil. Der verursacht aber auch nur Bullshit. Gott! So ein Idiot! Ja, gut, Leute. Super, klasse. Von der einen Scheiße ins nächste. Aus dem Gefängnis entkommen. Das ist so ein Mega-Gefängnis, oder wie? Agentur umgehen und Skurky jagen. Ach, der lebt noch. Okay, super. Das kann ja was werden. Gut, dann würde ich sagen, beende ich jetzt hier aber erstmal den Part und dann sehen wir uns zum nächsten wieder. Bis dahin sage ich, ciao, Leute. Verschluckt. Nochmal, dann sage ich, ciao, Leute.